Ein neues Video von mir endlich. Ich hatte ein paar Probleme mit Bearbeitungsprogrammen und sowas alles. Nun ja, jetzt kommt endlich ein neues. Und zwar erstmal ein kurzes, um zu gucken, ob es endlich wieder funktioniert. Oder ob ich einfach zu blöd dafür bin. So, und zwar, was ist auf meinem iPhone drauf? Ich habe das jetzt seit 3 Wochen, also ist noch nicht ganz so viel drauf. Und zwar, machen wir es mal an. So. Klar, der Bildschirm, das Menü. Auf der Seite sind alle Sachen, die vorher schon drauf sind, also von vornherein, sowie Nachrichten, Kalender, Fotos, Kamera etc., YouTube und so. Und auf der nächsten Seite habe ich meine Sachen, die ich so runtergeladen habe und so. Fangen wir mal an mit Dienstprogramme. Da haben wir Kontakte, Rechner, Kompass, Sprachmemos, Aktien und so weiter. Die 5 Sachen sind halt auch von vornherein drauf. Dann habe ich mir Emoticons runtergeladen, und zwar damit ich bei Facebook, bei WhatsApp und so weiterhin meine Smileys habe, die ich auch mit meinem Android-Phone hatte. Dann habe ich mein Vodafone, damit ich meine Rechnung kontrollieren kann etc. Dann habe ich Flashlight, habe ich noch nicht wirklich benutzt. Ich habe es mir mal runtergeladen, aber nun ja, vielleicht braucht man es ja irgendwann mal, dann ist man dankbar, dass man es hat. So, dann habe ich Pic und Vid, das ist halt Picture und Video. Da habe ich iMovie drauf, womit man Videos bearbeiten kann, die man mit einem Apple-Gerät aufgenommen hat, in meinem Fall ein iPhone. Damit habe ich schon versucht, ein Video zu drehen, ist super geworden, finde ich, und all sowas, aber mein iPhone Mein iPhone verträgt sich nicht mit meinem Windows-PC, also Windows-Laptop. Dementsprechend muss ich konvertieren und hin und her, und dann hat es trotzdem nicht geklappt. Irgendwie hatte ich dann nur meinen Vorspann, was dann 8 Sekunden ging, und mein Video war irgendwie weg. Also muss ich mich nochmal dran setzen und das vielleicht direkt von meinem iPhone auf YouTube hochladen. Dann habe ich Fotolabel. Das ist ein Programm, mit dem man Fotos bearbeiten kann, beziehungsweise Schrift drauf machen kann. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Foto von Diego von Ice Age und ein Hallo drüber geschrieben schon mal. Hier kann man die Schrift ändern und hier die Größe und hier die Farbe. So, ganz einfach. Man kann es abspeichern, man kann es hochladen, man kann im Endeffekt alles damit machen. Ist aber halt nur Schrift, mehr nicht. Dann habe ich Instagram, kennt wirklich jeder. Und dann habe ich Social. Da ist, wie ihr seht, Knuddels, MSN, MeetOne. Nichts, was ich wirklich groß benutze. Keine Ahnung. Heutzutage, also im Zeitalter des Facebook, ist sowieso kein Schwein mehr in MSN online. Aber gut. Wobei mir MSN persönlich besser gefällt. So. Dann habe ich Games. Da habe ich zum Beispiel My Horse oder Sweet Shop. Dieses und dieses. Beide stinklangweilig. Nun ja. Nichts, was ich wirklich spiele. Wenn ich richtig Langeweile habe, dann greife ich vielleicht mal darauf zurück. Aber das ist eine Beschäftigung von 2 Minuten, weil das alles in Echtzeit ist, weil das Social Games sind und irgendwann kommst du halt einfach nicht weiter, weil dir die Energie ausgeht oder das Geld oder du einfach nichts mehr machen kannst und dementsprechend blöd. Genauso wie hier Sims Free Play, auch nicht toll, und Ice Age Village ist genau dasselbe. Alles Social Games, warum ich die runtergeladen habe, keine Ahnung, aber gut. Ich weiß auch nicht, warum ich sie nicht runterschmeiße, wobei ich vorhin ausgemistet habe. So, dann habe ich Talking Tom, kennt eigentlich jeder. Jahrelang gibt es das schon. Ist jetzt die Free-Version, dementsprechend mit Werbung. Da seht ihr es. Werbung. Auch oben Werbung. Und er quatscht alles nach. Ja. So, Talking Tom. Dann Solitär. Klar, bekannt für jedermann. Selbst meine Mutter spielt es.
Dann Ant Smasher. Da muss man Ameisenblatt drücken. Ich zeig euch das mal. Ist ganz lustig, aber es wird wirklich sehr schnell auch schwierig. Und ja. Lade ein Gratis-Spiel runter. Nö. So, Play. Auch kostenlose Version. Dementsprechend kann man jetzt hier Fun und Baby und sowas alles nicht drücken, sondern nur Classic. Sehr ekelhafte Geräusche. Aber gut. So. Da kommen auch teilweise Bienen runter, die man nicht treffen sollte. Anfangs einfach, irgendwann schnell, teilweise zu schnell und du kommst nicht mehr hinterher. Werbung ohne Ende. Anfangs waren die Spiele hier Biene und tot. So. Und ja. Anfangs waren die Spiele ohne Werbung. Mittlerweile ist fast jedes Spiel, was ich hier habe, mit tonnenweise Werbung überschüttet. Ich weiß nicht warum. Nach den Updates kam auf einmal die Werbung. Okay. So. Fruit Ninja, auch free. Im Endeffekt fast dasselbe wie Ant Smasher. Nur, dass du nicht platt drücken musst, sondern die Früchte zerschneiden musst und die Bomben nicht treffen darfst, sonst bist du auch tot. Also im Endeffekt gleiches Muster, gleiches Raster. Und so weiter. Ganz lustig. Dann habe ich WhatsApp. Kennt jeder. Genauso wie Facebook. Avatar, das Game, ist ein richtiges Spiel, kein Social Game. Daher auch lustiger und interessanter zu spielen. Nicht ganz einfach mit Touch und so, aber es funktioniert. So. So, dann habe ich App des Tages. Und zwar wird einem dann jeden Tag eine App angezeigt, die man dann kostenlos kriegen kann. Ja. Bringt nicht viel. So. Und die ist jetzt gratis. Mecha Clock oder irgendwie sowas. Läuft noch 19 Stunden und 3 Minuten. Hier ist noch ein Screenshot. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Dementsprechend lade ich es nicht runter. Ich habe noch gar nichts runtergeladen, weil mich bis jetzt noch nicht wirklich was davon interessiert hat. Das meiste sind Spiele und sinnlose Spiele wie Autorennen und was weiß ich. Eine App hat mich mal interessiert, und zwar dieses Fotoslice. Ich habe es leider verpasst gehabt. Da habe ich mich sehr geärgert. Hier ist ein Screenshot. Kann man halt die Fotos so in Stücke schneiden und jedem Stückchen einen eigenen Effekt geben. Tja, leider war ich da zu spät dran. Dann habe ich Shazam. Klar, ein Musikerkennungsprogramm. Wenn man nicht weiß, wie ein Lied heißt oder sowas, anmachen. Man muss es nicht mal wirklich gegen den Lautsprecher halten. Es erkennt es trotzdem, auch wenn es in Zimmerlautstärke ist. Es sucht einem das Lied dann aus dem Internet raus. In Sekundenschnelle. Gut, ich habe es letztens versucht mit Jurassic Park. Gott! Die Melodie hat es nicht erkannt, aber ich habe es auch mit anderen Liedern versucht, mit Gesang und allem. Innerhalb 3 Sekunden oder nicht mal 3 Sekunden hat er das Lied erkannt und im Internet gefunden. Er zeigt einem YouTube-Videos davon, er zeigt einem den Songtext davon, all sowas. Er zeigt es einem natürlich auf iTunes und eine super Sache. Dann natürlich unten wieder die Standardsachen. Musik, Safari, Mail und Telefon. Ja, mehr habe ich im Endeffekt jetzt nicht drauf. Ich bin auch sehr vorsichtig, was meinen Speicher angeht. Ich habe nicht vor, das jetzt so zuzuknallen, weil sonst will ich mal ein Foto machen oder was weiß ich und dann zeigt ihr mir Speicher voll. Und dann muss ich erstmal aussortieren. Und das ist immer so schwierig. Man will sich ja von nichts wirklich so trennen. Jedenfalls habe ich das so auf dem PC und auf dem Handy und so. Ja. Das war's und ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder oder ihr seht mich. Dann macht's mal gut. Ciao.